Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Fever. Ja, wir haben in der letzten Folge die Güterlinie dementsprechend fertiggestellt. Gerade noch so. Und heute werden wir uns natürlich damit beschäftigen, dementsprechend die Anschlüsse zu legen. Oder vielmehr die Linien einzurichten, denn die Anschlüsse sind ja schon fertig. Wir bräuchten hier hinten dementsprechend dann noch ein Depot. Wo die Züge dementsprechend auch auf die Linie fahren können. Gerade gefriemelt hier. Wird zwar nicht sonderlich schnell, aber das ist am Anfang der Linie, denke ich mal, nicht schlimm. Dann müssen wir natürlich wieder ein Depot hinstellen, damit wir auch dementsprechend Züge auf die Linie schicken können. Die Flächen müssen wir auch noch bearbeiten. Da sieht man noch unsere Spuren vom falschen Bau. Und dann müssen wir Eisen natürlich noch anschließen mit einem dementsprechenden Bahnhof oder vielmehr einer Haltestelle. Und was ich auch noch ganz gerne machen möchte, sofern es hier funktioniert, was recht gut aussieht, ist für das Ganze eine Autobahn einrichten mit Busspur, denn dann kommen dementsprechend auch die Fahrzeuge gut durch. Und ein bisschen schön bauen wollen wir das Ganze natürlich auch noch. Das ist mit das Wichtigste. Sieht zwar etwas abgehackt in der Gegend aus, ist aber nicht weiter tragisch. Denn da kommen ein paar neue Triebzüge sowie ein neuer Personenwaggon. Insofern sieht es halt nicht schlimm aus, weil wir natürlich dementsprechend hier keine leerlaufenden Gleise haben wollen, wie wir es vorher auch überall gemacht haben. Und dementsprechend hier auch wieder ein Gleisende mit dementsprechenden Prellböcken. Und das Ganze natürlich auch einmal hier hinten. Dürfte hier zwar wahrscheinlich, mal gucken, etwas komisch aussehen, wenn es in die Erde reingeht, genau. Naja, aber auch das ist nicht weiter tragisch. Denn in erster Linie geht es ja wirklich darum, dass wir hier, wie gesagt, keine leerlaufenden Gleisenden haben oder der Bahnhof einfach irgendwo abgehackt aufhört. Das ist mir so ziemlich das Wichtigste, dass die Bahnhöfe dementsprechend auch nach was aussehen. Und da uns das Aussehen ja doch ein bisschen was bedeutet, wird natürlich auch der Güterbahnhof wieder ein bisschen aufgewertet. Muss ich gerade mal gucken. Das ist mit den Kränen nämlich teilweise ein bisschen hakelig. Und hier sollten durchaus zwei möglich sein. Das sind ja zwei Sachen, die hier transportiert werden. Einmal Güter und einmal so und einmal Eisen. Ausgebaut haben wir das Ganze. Dann geht's jetzt an die Linie. Jetzt können wir es ausnahmsweise mal benutzen. Das ist einmal Eisen für Maßkantchen. Denn das Stahlwalzwerk gehört noch zu Maßkantje dazu. Können
mal schön schwarz nehmen. Kohle ist schwarz. Huch. Batte, bat. Einmal die Kohle für Maßkantchen. Kann man wieder ruhig. Mal sowas hier. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber nicht schlimm, denn es sind nur die Güter für Hausen. Und damit haben wir dann quasi drei neue Linien. Die Güter werden hier abgeholt und hierher gebracht. Die Kohle wird hier abgeholt und zum Stahlwerk gebracht. Und das Eisen geht von hier nach da. Und dann brauchen wir natürlich noch eine. Na, ist ja erstmal egal. Wir haben sie ja fleißig benannt. Eisen. Hausen. Denn Hausen soll ja durch den durch den LKW-Verkehr dementsprechend dann das Eisen auch an den Bahnhof befördern. Und wir hatten hier irgendwo schon ein Depot. So. Ein Peterbilt. Eisenerz. Den können wir schon mal zuweisen. Den zweiten kaufen wir uns schon mal. Und wenn der andere quasi fast da ist, werden wir den natürlich auch losschicken. So dass wir hier eine funktionierende Wirtschaft hinkriegen. Und die Züge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Wichtigste von allem quasi. Unsere Züge. Aber so viel Auswahl haben wir da noch gar nicht. Stelle ich gerade fest. Bleiben uns wohl erstmal nur die offenen Güterwagen. Kohle brauchen wir keinen schnellen Zug. Das sind jetzt natürlich alles noch am Anfang relativ gleiche Züge, weil wir noch nicht so eine große Auswahl haben. Achso, ja. Man sollte natürlich auch auf Eisen umstellen. Wäre vielleicht ratsam, damit das Eisenerz dann natürlich auch dementsprechend transportiert werden kann. Und dafür hätte ich aber gerne einen Extrazug, denn der kann nicht ausweichen auf ein anderes Gleis. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich nochmal unsere BR nehmen. So. Aber für die Güter hätte ich gerne einen französischen Zug. So. Und dementsprechend noch. Die Leaks haben wir zwar schon mal benutzt, aber in Blau sehen die bestimmt auch nicht schlecht aus. 40 Güter dürften reichen. So. Und da haben wir unsere Züge. Das Ganze ist einmal Kohle. Kohle. Einmal Eisen und einmal Güter. Und wenn ich mir die Linien jetzt angucke, müsste er ja drei verschiedene Linien, drei verschiedene Züge. So soll das Ganze aussehen.
Und unser LKW scheint immer noch nicht aus der Stadt raus zu sein. Erkennt man auch sehr schwer. Auch hier denke ich mal, sollten wir auf eine Busspur zugreifen. Ist übrigens eine sehr tolle Linie. Man erkennt die Spur, ja, fast gar nicht. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Hier können wir noch hier, auch dort. Und dann werden wir mal soweit schon mal ausbauen. Moment. Entschuldigung. Es wird doch wieder breiter. Das gefällt mir doch schon wieder gar nicht. Soll natürlich nicht so sein. So, jetzt können wir den hier losschicken. Auch dementsprechend auf seine Linie. Und dann haben wir das ebenfalls erledigt. Fehlt quasi nur noch... Oh, das erste Eisen liegt schon bereit. Noch ein Baumodus hier. Sind zwar nur zwei, aber das sollte fürs erste reichen. Linie ist ja nagelneu und von daher, das dauert seinen kleinen Moment, bis das dann letztendlich komplett eingerichtet ist. Mal gucken, was aus der Güterlinie wird. Und wir haben 16,2 Millionen. Da werden wir dann nochmal, nicht leihen, bitte zurückzahlen. 2,5 Millionen zurückzahlen, dass wir nicht... Ich weiß, das Geld im Moment reicht, um den Kredit eigentlich von der Theorie her komplett zurückzuzahlen. Mache ich aber in dem Fall noch nicht. Falls es wirklich mal dazu kommt, dass wir doch etwas teurere Ausgaben haben. Deshalb warte ich damit einfach noch ein bisschen. Und jetzt würde ich gerne die nächste Strecke verlängern. Gemeinsam mit dir zusammen nach Heerenveen. Nehmen wir den. Ist zwar nicht sonderlich hübsch, der Bahnhof. Aber auch hier gilt natürlich wieder kleine Stadt. Brauchen wir keinen großen Bahnhof. Zwei Linien dürften reichen. Ist ja nur für eine Linie quasi. Und auch hier wollen wir natürlich einen innerstädtischen Verkehr einrichten. Und könnten... mal gucken. Was haben wir denn bis jetzt schon? Das ist ein großer. Hier ist ein Untertagsbahnhof. Mal eben schnell durchgucken. Hier haben wir nochmal einen großen. Hier ebenfalls. Oh, Leeuwarden hat zwar schon den Zug, aber keinen innerstädtischen Verkehr. Das haben wir ein bisschen verpennt. Kümmern wir uns auch noch drum. Hausen hat so ein kleines Ding. Mensch, was denn heute los? Nochmal, kleinen Moment. So, wieder da. Hier haben wir so einen kleinen schönen Sonderbahnhof, der, wie ich sehe, gut besucht ist. Also Zahndamm, gut, funktioniert bestens. Jetzt fehlt uns natürlich hierfür eine neue Lok. Mal so mittendrin. Dementsprechend noch der Bahnhof. Und ich würde hier gerne mal gucken. Hier könnten wir eigentlich von der Theorie her... Ja, das ist in Ordnung.
nehmen wir den etwas größeren von der Standardvariante. Sollte für hier eigentlich reichen. Und jetzt müssen wir wieder Gleise legen. Aber bevor ich es vergesse, da die Züge hier ja etwas schneller fahren sollen, müssen die natürlich auch aufgewertet werden. Ja, das ist okay. Wenn wir da den letzten Popelrest da hinten ohne Anschluss lassen, ist das nicht weiter tragisch. So. Jetzt müssen wir natürlich nochmal. So, wieder zurück. Und von Hardenberg unseren dementsprechenden Anschluss nach Heerenveen legen. Ist wieder eine Brücke. Eine Brücke wollen wir gar nicht. Jedenfalls diesmal nicht. Und ich hoffe, das klappt diesmal so, wie wir uns das vorstellen, ohne Kollision, ohne irgendwelchen anderen Schwachsinn. Na, das war wohl Wunschdenken. Oder auch nicht. Kriegen wir denn noch einen zweiten? Ich bin ja begeistert. Muss es nur noch hier funktionieren. Auch hier klappt es wunderbar. Tsch, gar nicht gewohnt. Na, da hätten wir aber anders gehen können. Ich nehme mal die Brücke nochmal weg. Einen Bogen brauchen wir nicht. In dem Falle. Können wir sogar so lassen. Da ist unser anderes Gleisende. Macht nochmal einen kleinen Schlenker. Aber auch das ist natürlich nicht schlimm. Und dann legen wir auch hier dementsprechend die zweite Linie schon mal, oder vielmehr die Rückfahrlinie schon mal fertig. Ich weiß gar nicht, ob wir den anderen schon komplett fertig gelegt haben. Ich glaube, da war es nur wegen dem Tunnel, weil der so absolut eng unter der Brücke vorbeilief. Und ansonsten fällt mir, glaube ich, gerade gar nichts weiter ein, wo wir gepfuscht haben, sag ich mal. Denn bis jetzt haben wir eigentlich immer gut bauen können. Ja, auch wenn das mit der Brücke in der letzten Folge so ein kleines Gefriemel war. Ich guck gleich mal, ob wir die zweite Linie schon gelegt haben, aber ich flitz mal erstmal nochmal schnell hier rüber. Zug hat wahrscheinlich gerade abgeliefert. Jo. Bediente gerade unser Stahlwerk. Und das mit dem Eisen funktioniert wunderbar. 5 von 39. Andere Zug fährt hier schon lang. Kommt der überhaupt die Brücke hoch? Ja doch, er beschleunigt noch. So, bevor ich mich jetzt aber um den zweiten Anschluss kümmere, wollen wir mal sehen, dass wir das hier wieder ein bisschen ausbessern können. So eine Kuhle da drinne sieht doch nicht ganz so schön aus. Wenigstens ein bisschen wieder ausgleichen, das Loch hier. Natürlich auch wieder eine sehr schöne Arbeit. So. Furchtbar spannend, dass wir alle eine Runde schlafen gehen.
Mir fehlt noch so dieses kleine Gimmick, dass man hier auch Felder legen kann, dass man die durch den Bau verschwunden gehen, dass man die quasi wieder so ein bisschen hinzufügt. Denn es ist nur egal, ob ich die Landschaft vom Grat her angleiche, so wie ich es gerade mache, oder eventuell irgendwelche anderen Spielereien und die Felder gehen verloren, obwohl man die eigentlich behalten möchte. So ein Bäumchen, das ist relativ egal. So näher ran kommen wir nicht, aber es sieht schon mal besser aus als vorher. Als wären wir nie da gewesen. Und nach Alphen an der Rhein müssen wir auch noch. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir Maßkantje als zentralen Punkt nehmen, denn ich habe mir die Karte offline mal außerhalb der Aufnahme ein bisschen angeguckt und Maßkantje liegt eigentlich am zentralsten. Wenn euch eine andere Stadt lieber ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke es mir gerne an. Aber ich finde, Maßkantje ist so dieser zentrale Punkt von der Karte, den wir dann dementsprechend auch als Hauptstadt nutzen könnten. Ja, wir haben tatsächlich wirklich nur die zweite Linie vom Tunnel fertiggelegt. Machen wir das auch noch schnell. Weiche will ich nicht bauen. So. Einmal. Hier natürlich noch unsere Weiche raus. Ich bin beim Weichenlegen immer ein bisschen still, weil ich will die Weiche natürlich so lang wie möglich legen und das misslückt dann manchmal, wenn ich dementsprechend dann die ganze Zeit da am Quatschen bin. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es mal beim Weichenlegen etwas still ist. Tada! Linie fertig. Und im Endeffekt möchte ich dann über Hilversum nach Herr Hugowart und hier letztendlich mit einem Kopfbahnhof die Linie beenden. Bietet sich da hinten in der Ecke so schön an. Schienen bauen wir jetzt erstmal keine mehr. Löwarden braucht noch innerstädtischen Verkehr. Kümmern wir uns auf jeden Fall noch drum. Es darf nur nicht in den Hintergrund rutschen. Ich möchte es quasi so machen, dass eine äußere Linie quasi, oder vielmehr in dem Falle vier äußere Linien, den Kreis um die Karte bilden. Und in der Mitte dann halt, ich sag mal, ein bisschen querbeet die Züge alle so miteinander verbinden, dass quasi jede Stadt mit dem Zug erreichbar ist. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das ist eine gute Taktik mit guter Erreichbarkeit und wir haben trotzdem noch ein ganz, ganz gutes Stück zu tun. Jetzt möchte er das hier nicht legen. Warum nicht? Nicht genug Platz. So rum macht das. Sieht aber komisch aus. Nehmen wir es so. Sieht wesentlich besser aus. Eine schöne gerade Straße. Nur, warum die Bäume immer... Also wenn man ranzoomt, sind sie weiß. Aber wenn ich rauszoome, die sehen immer so grau aus. Auch immer bei Straßen, die ich selbst verlege, dass das so ein bisschen irritiert. Mal gucken, ob wir schon ein neues Straßenfahrzeugdepot haben. Tatsache.
bauen wir so ein bisschen ins Stadtbild. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und das Depot haben wir definitiv noch nicht. Wurde wahrscheinlich jetzt erst freigeschalten. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, denn wir spielen ja noch eine Weile und ich denke mal, da kommen auch noch ein paar Depots dazu. Und weil wir gerade schon mal dabei sind, könnten wir in Leeuwarden auch schon mal ein Depot platzieren und eventuell mal gucken, ob es möglich wäre, eine Sonderstation einzubauen. Den Wartturm haben wir ja letztendlich schon benutzt. Was haben wir hier eigentlich für einen Bahnhof? Hier könnten wir eine Tram fahren lassen. Ich neige ja fast dazu, hier eine Schule hinzubauen. Wenn die nicht so unsagbar groß wäre. Und wenn das Ganze hier nicht auf einem Hügel stehen würde. Denn wie man sieht, ist die Terrainangleichung hier nicht möglich. Gebiet ist zu hügelig. Von daher irgendwie eine Straße, die in die Stadt führt, haben wir auch nicht. Zum Beispiel hier so ins, also hier so ins Stadtinnere, sodass man da eventuell noch was hätte hinstellen können, wie den Turm zum Beispiel, der ja dank eines Zuschauerhinweises letztendlich seinen Platz gefunden hat. Ich vergesse nur jedes Mal, in welcher Stadt. Ach, in Hausen war das, genau. Der auch wunderbar ins Stadtbild passt, muss ich ehrlich gestehen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Hinweis. Jetzt zwei neue Loks und ja. Ich glaube, diese Folge können wir nicht mehr viel machen. Dafür ist die Zeit schon wieder zu weit vorangeschritten. Schade eigentlich. Gucken, vielleicht können wir hier noch ein, zwei Straßen schließen. Statt noch ein bisschen vervollständigen. Aber die Städte wachsen auf jeden Fall gut vor sich hin. Hardenberg. Deventer braucht noch so einen kleinen Augenblick. Trotz gut benutzter Güterlinie. Jetzt habe ich total vergessen, die Fahrzeuge auszutauschen in Groningen. Können wir das über den Linienersatz machen? Güter Groningen. Ich glaube, es war Öl. Öl Groningen. Kurz nachgucken. Ja, sind schon sehr alt die Fahrzeuge. Aber so großartig viel Auswahl haben wir da noch nicht. Deshalb würde ich sagen, warten wir da einfach noch ein bisschen, bis weitere Fahrzeuge verfügbar sind. So dass wir auch mal neuere Fahrzeuge sehen. Ridderkerk ist schön gewachsen, Groningen sowieso, ist ja die Stadt, die bis jetzt am längsten mit Verkehr versorgt wird. Sieht aber noch ein bisschen Kuddelmuddel aus hier, die Stadt. Also mal gucken, ob wir hier nächste Folge eventuell die Linien noch ein bisschen optimieren. Ja, das könnten wir machen. Gucken wir in der nächsten Folge einfach, wie wir die Linien in Groningen oder generell auch in anderen Städten noch optimieren können. Ob wir da bereits wieder neue Haltestellen hinzufügen und verändern können. Für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein.
Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss!